Ich hoffe, Sie haben ein Handout, das meinen Vortrag entlastet. Ich werde auch immer wieder auf das Handout hinweisen. Eine Version, die obendrein noch korrigiert ist, finden Sie auch auf der Webseite der Vortragsreihe über Flucht, Migration und Integration. Wir beginnen allerdings mit einer kleinen Filmvorführung mit dem Hinweis may contain content inappropriate for children. Deshalb frage ich der Vorsichtshalber noch einmal, ob hier jemand ist, der unter 16 Jahren ist. Wenn das nicht der Fall ist, spiele ich das jetzt ab. Sega. Ah, Rome. Her glory once brought light to the world, driving the shadows away. But it could not last forever. They whisper that the end of days is upon us. With the death of Emperor Theodosius, his sons divided our great empire. As if it were a plaything to be shared. As Rome fades, our new seat of power at Constantinople grows. Gold and silk flow through our markets, and our coffers swell with new trade. But the Visigoths have taken our division as a portent of opportunity. King Alaric marches on our border with Dacia. To the east, the Sassanids' motives are clouded. Our truce holds, but any redeployment to face Alaric will not go unnoticed. The Western Empire's power wanes, overwhelmed by slavering barbarians from the north. Is now the time to amputate this diseased limb. Could this be our opportunity to reclaim the Empire? Behold, the White Horse, a crown given to us. And we shall go out to conquer, just as we have done 1,000 times before. In the name of Almighty God! Was Sie hier gesehen haben, ist ein Strategiespiel, das 2015 verlegt wurde und auf den Markt kam. Ich wäre dankbar, wenn die Scheinwerfer ausgemacht werden. Da ich nicht ablese, stören die. Dankeschön. Also das 2015 auf den Markt kam und das ein Spiel fortsetzte, das Rome 2 Total War Barbarian Invasions hieß. Und damit sind wir bei unserem Thema der Völkerwanderung als einem Migrationsphänomen, das in der Tat einen im hohen Maße beachtliche Aktualität hat. Und ein Spiel, in dem eben die Gameplayer
Horden bilden können, die Städte, Regionen, ganze Länder erobern und nicht sesshaft sein dürfen. Creative Assembly hat dieses Spiel herausgebracht. Und auf der offiziellen Website heißt es, und ich habe Ihnen das auch auf dem Handout zitiert, the next installment in the multi-award-winning PC series that combines turn-based strategy with real-time tactics, Total War Attila, casts players back to 395 AD. A time of apocalyptic turmoil at the very dawn of the Dark Ages. How far will you go to survive? Will you sweep oppression from the world and carve out a barbarian or eastern kingdom of your own? Or will you brace against the coming storm as the last remnants of the Roman Empire in the ultimate survival strategy challenge? The scourge of God is coming. Die Geißel Gottes steht vor der Tür. Your world will burn. Das deutschsprachige Testvideo, das ich Ihnen hier erspare, bringt es kürzer auf den Punkt. So viel Spaß kann Brandschatzen machen. Wenn Sie etwas intellektuellere Formen der Freizeitgestaltung präferieren, sind Sie vielleicht auf den Artikel meines Berliner Kollegen Alexander Demand, Jahrgang 1937, gestoßen, der zunächst in der FAZ am 21. März 2016 unter dem Titel Untergang des Römischen Reiches veröffentlicht wurde und dann noch einmal textgleich am 31. März 2016 unter dem Titel Zuwanderer brachten den Untergang. Und dort heißt es, schon vor 1600 Jahren kam es in Europa zu großen Flüchtlingsströmen. Das damalige Römische Reich war Fremden wohlgesinnt und nahm Migranten auf. Doch deren Zahl war zu hoch. Sie ließen sich nicht integrieren. Schließlich übernahmen die Zuwanderer die Macht. Ende des Zitates. Dieser Artikel ist deshalb an zwei prominenten Orten erschienen, weil er ursprünglich verfasst worden ist für eine CDU-nahe deutsche Zeitschrift, die ihn dann aber abgelehnt hat, weil er nach den Ereignissen in der Silvesternacht oder der Neujahrsnacht in Köln als missverständlich kategorisiert worden ist. Und das war sozusagen der entscheidende Moment, dass dieser Beitrag sozusagen durch die große Welt der mehr oder minder großen Presse verbreitet wurde. Und Demand äußert hier programmatisch in einem Vorspann mit Blick auf seine Erfahrungen als ein Althistoriker, der sich mit der Spätantike beschäftigt hat, wir müssen den Zustrom begrenzen. Ende des Zitates. Und noch ein Zitat, man muss sich für das eigene Volk einsetzen und nicht davonlaufen. Ende des Zitates. Damit haben Sie nur zwei kurze Aspekte und Hinweise darauf, wie heute mit der Spätantike jetzt nicht nur kommerzieller Gewinn erzielt wird, sondern natürlich auch Politik gemacht wird. Auch das Strategiespiel, das ich Ihnen vorgestellt habe, Attila, macht selbstverständlich Politik, indem es auf ein Ereignis verweist, das innerhalb der Geschichte des Abendlandes von großer Bedeutung gewesen ist, nämlich die Schlacht auf den sogenannten katalaunischen Feldern 451 nach Christus, die in der Tat als Wendepunkt der hunnischen Invasion in Europa gesehen worden ist. Was wir mit dieser Periode der Spätantike verbinden, und ich verweise auf den Punkt 2 meines Handoutes, wo ich Ihnen einen kurzen chronologischen Überblick über diese lange Spätantike gegeben habe, der sich erstreckt vom dritten Jahrhundert nach Christus, manche Autoren würden sogar sagen vom zweiten Jahrhundert nach Christus, bis in die Zeit um 800, also bis in das Mittelalter, das frühe Mittelalter hinein. Diese lange Spätantike ist nun in der Tat Gegenstand intensiver Diskussionen und wird als historisches Paradigma immer wieder bemüht, wenn es darum geht, auf die Gefahren nun von Migration abzuheben.
Diese Periode heißt deshalb auch die Periode der Völkerwanderung, die in der Tat im 2. Jahrhundert begann und sich über viele Jahrhunderte erstreckte, die mit Gewalt einherging, wie etwa 451 in der Schlacht auf den katalanischen Feldern, als die Hunnen unter ihrem Anführer Attila, der im Mittelhochdeutschen Etzel heißt, besiegt worden sind. Aber andere Ereignisse, die genauso bemüht werden, finden Sie auf dem Handout wieder, die sozusagen auf die gewalttätigen Folgen der Migration, das heißt der Wanderungsbewegungen von Großgruppen verweisen. Wie diese Wanderungsbewegungen zu bewerten sind, und damit komme ich schon zu Punkt 3 meines Handoutes, sie ist selbstverständlich in der Forschung umstritten. Wesentlich mehr umstritten, als es nun die Rekonstruktion in Total War zu verstehen gibt und auch als es Alexander Demand zumindest in seinen Zeitungsartikeln darstellt. Die Kontroversen sind zahlreich und ich habe Ihnen einige der wesentlichen Fragen auf dem Handout aufgezählt. War es wirklich diese Wanderungsbewegung, dieser Zustrom, um jetzt das Zitat aufzugreifen, der das Römische Reich zum Fall brachte, waren es also diese Invasion barbar, wie die Franzosen sagen, die Barbarian Invasions, wie es die Engländer sagen, oder eben die Völkerwanderung? Oder waren es vielmehr innere Auseinandersetzungen, innere Bürgerkriege oder moralische Dekadenz, die das Römische Reich ins Wanken brachte? Waren die Christen daran schuld? Ging das Römische Reich überhaupt unter in dieser Phase der Völkerwanderung oder verwandelte es sich im Laufe der Jahrhunderte nur? Also sind wir in einer Epoche des Übergangs, des Niedergangs, in einer Epoche der Kontinuität oder der Diskontinuität? Und darauf gibt es in der Tat sehr viele Antworten, was ich programmatisch ja umschrieben habe mit der Wendung Quod homines tot sententiae. So viele Menschen, so viele Meinungen gibt es eben auch. Und ich habe Ihnen einige prominente Erklärungsversuche hier genannt, wo immer wieder die Diskussion gesucht wird zwischen inneren und äußeren Ursachen, die nun in einer langjährigen, ja in einer jahrhundertealten Forschungsgeschichte immer wieder ins Feld geführt worden sind. Von Edward Gibbon, dem Aufklärungshistoriker im 18. Jahrhundert, über Jakob Burckhardt, den Basler Kulturhistoriker, bis eben zu den angelsächsischen Historikern Peter Brown und Peter Heather, die beide eben sehr unterschiedliche Antworten geben auf die Frage, was nun in dieser Spätantike passiert ist und wie es zu erklären ist, dass am Ende aus diesem großen Gebilde, was Sie ja auch auf der Karte gesehen haben und was ich Ihnen hier noch einmal zeige, ja, wie aus diesem Imperium Romanum, diesem großen Reich in der Mittelmeerwelt, wie das sich nun aufgelöst hat unter dem Ansturm verschiedener Großgruppen, die hier mit den entsprechenden deutschen Namen benannt sind. Und während die einen, etwa Peter Brown, dies als Epoche der kreativen Transformation, der Vielfalt wahrnimmt, würde Peter Heather strikt dagegen argumentieren, dass dies in der Tat eine Epoche der gewalttätigen Veränderungen ist, ausgelöst eben durch das, was er als Barbarian Invasions bezeichnet und das, was wir im Deutschen häufig als Völkerwanderung benennen. Aber fragen wir zunächst, und damit komme ich zum vierten Punkt meines Vortrages, was heißt denn Migration in antiker Wahrnehmung überhaupt? Und dazu müssen wir etwas ins Lateinische übergehen. Sie wissen, das ist ja der Trugschluss, der den heutigen Studierenden eingegeben wird, dass sie glaubten oder glauben könnten, sie könnten Geschichte ohne Latein studieren. Also Latein ist sozusagen in der Tat nicht nur eine hinreichende, sondern auch eine notwendige Voraussetzung für den Historiker. Also, Terminologie, Migration heißt, kommt vom Lateinischen migrare, wandern.
Und die Lateiner haben darunter in der Tat das verstanden, was wir eigentlich auch unter Migration verstehen. Von daher ist dies im Gegensatz zu dem Begriff Integration, zu dem ich in einem Moment komme, in der Tat eine sehr klare Übernahme und auch korrekte Übernahme. Denn migrare heißt in der transitiven Bedeutung des lateinischen Verbes, sich mit Hab und Gut, mit Kind und Kegel für eine längere Zeit von seinem Ursprungsort wegbewegen, an einen anderen Ort ziehen, um eben dort länger zu bleiben. Und in der Tat ist Migration also ein Phänomen, das die antiken Autoren beschrieben haben. Nicht nur in der Spätantike, in der Zeit des dramatischen Wandels, sondern eben bereits in der Kaiserzeit. Tassilo Schmidt hat dazu in einem althistorischen Nachschlagewerk, nämlich dem Neuen Pauli, einen kurzen, aber sehr geistreichen Artikel geschrieben, den ich Ihnen hier zitiert habe. Er weist darauf hin, dass eben Sesshaftigkeit und Nicht-Sesshaftigkeit in der Antike immer wieder kulturell normiert und definiert werden. Sesshaftigkeit ist sozusagen eine zivilisatorische Norm. Und jede Form der Nicht-Sesshaftigkeit wird als Devianz, wird als Abweichung von dieser zivilisatorischen Norm wahrgenommen. Und damit erklärt sich auch, dass etwa bestimmte Formen der Nicht-Sesshaftigkeit, etwa das Nomadentum, in aller Regel in den antiken Quellen, seien sie nun griechischer oder römischer Provenienz, negativ bewertet werden. Eine dauerhafte Wanderexistenz gilt als nicht zivilisiert oder, wie die Griechen das bezeichnet haben, als Barbaren. Und die Römer haben diesen kulturellen Barbarenbegriff übernommen. Und deshalb sprechen wir auch heute noch, wenn wir über die Völkerwanderung im Französischen, im Italienischen, in den romanischen Sprachen sprechen, aber eben auch im Englischen, von den Barbarian Invasions. Das ist genau die Übernahme sozusagen eines kulturell definierten Sesshaftigkeitsbegriffes oder, wenn Sie so wollen, Migrationsbegriffes. Es ist barbarisch sozusagen, eine Wanderexistenz zu haben, nicht an einem festen Ort zu sein. Also, dabei wurde aber von den antiken Autoren, auch in der Spätantike, Migration als Massenphänomen wahrgenommen. Migration war etwas, was Völker und Stämme ausgewiesen hat, lateinisch gesprochen eben Gentes und Nationes. Und ich habe Ihnen nur ein Beispiel aufgeführt aus einem Janus Marcellinus, einem spätantiken Historiker, Quelle 1 auf dem Handout, wo noch einmal deutlich wird, dass er hier eben von der Wanderung der Hunnen spricht, aber als einer Großgruppe, als einer, wie es im Lateinischen heißt, als Gens Hunorum, als dem Volk oder dem Stamm der Hunnen, die er sozusagen als Einheit wahrnimmt. Und solche Wanderungsbewegungen wurden aus Sicht der sich überlegen fühlenden römischen und griechischen Elite sowohl in der ethnografischen als auch in der historiografischen Tradition als überwundene Stufe der zivilisatorischen Entwicklung wahrgenommen. Es ist sozusagen, Nicht-Sesshaftigkeit ist ein Paradigma, ist ein Beispiel, ein normatives Beispiel für Regression und Niedergang und spiegelt eben in dieser Wahrnehmung genau die Furcht vor Regression und Niedergang wieder. Und wir fassen eben nun die Autoren in der Spätantike, die genau die Gefahren, die drohen aus den Wanderungsbewegungen in der Tat als Konsequenz sehen einer Entwicklung, die dazu führt, dass ihre zivilisatorischen Errungenschaften in Gefahr geraten, ja, sozusagen vor dem Untergang stehen. Auch hier nur zwei Beispiele. Der Kirchenvater Hieronymus schreibt am Vorabend des ersten Sacco di Roma, des ersten Falls von Rom, 410, Alarich wird Rom erobern, der Gote Alarich, ja, und am Vorabend dieses Ereignisses schreibt der Kirchenvater Hieronymus, der in Bethlehem sitzt, quid salvum est, Quelle 2, si Roma perit, was bleibt heil, wenn Rom
untergeht. Das ist sozusagen die prägnante lateinische Formulierung für die Konsequenz von Völkerwanderung, die als Untergang, als existenzielle Erfahrung wahrgenommen wird. Und als das Ereignis dann eingetreten ist, dann ist er quasi sprachlos. Dann kann er überhaupt nicht mehr formulieren, sozusagen in seiner eigenen Sprache. Da bleibt nur der Vergleich zum Fall Trojas, der genau sozusagen auch als Ergebnis einer militärischen Niederlage wahrgenommen wird. Und in dem Moment, wo Rom fällt, wird er eben aus Vergils Aeneis zitieren, Quelle 3, quis clat illius noctis, quis funera fando, explicet aut possit lacrimis aequare dolorem. Was kann das Gemetzel der Nacht? Wer kann die Menge der Leichen schildern? Wer hat für das Leid genug Tränen? Migrationsbewegungen von Gruppen im Lateinischen, von Völkern, Nationes, und von Stämmen, lateinisch Gentes, wird sozusagen wahrgenommen als permanente Gefahr für die Verteidigung und die Bewahrung des erreichten kulturellen Status quo. Selbstverständlich hat man wahrgenommen, dass es dagegen auch individuelle Migration gibt. Etwas, was man davon unterscheiden muss und was auch die römischen Autoren davon sehr wohl unterschieden. Hier ist eigentlich Binnenmigration gemeint oder das, was wir als Mobilität bezeichnen würden. Und das gab es selbstverständlich, die Migration, Wanderungsbewegungen von Einzelpersonen, also nicht von den hier dargestellten Großgruppen in den verschiedenen Farben, sondern sehr wohl von einzelnen Personen, die als Nichtbürger wahrgenommen worden sind, lateinisch als peregrine, als Leute, die außerhalb, per agger, also als Leute, die außerhalb der Stadt wohnten und von daher keinen bürgerlichen Status hatten, kein Bürgerrecht besaßen. Und damit wird deutlich, dass im Gegensatz zu den Wanderungsbewegungen der Großgruppen in aller Regel die individuelle Wanderung strikten rechtlichen Normen unterlag und die juristische Regelung und vor allen Dingen die juristische Integration in den Bürgerverband ist Voraussetzung für die Aufnahme, setzt die Verleihung des Bürgerrechts voraus. Integration ist also in römischer Zeit, und das gilt sowohl für die Republik, als auch für die Kaiserzeit, als auch für die Epoche der Spätantike, eindeutig rechtlich konditioniert. Wir haben dann eine Ausnahme, dass man in der Spätantike versucht, auch größere Verbände aufzunehmen, mit dem Erfolg, dass nun in dem Gebiet des Römischen Reiches, in bestimmten Enklaven, in bestimmten Regionen, in der Tat Gruppen auf Vertragsbasis angesiedelt werden. Das sind die sogenannten Föderaten, die in der Tat Gebiete zugewiesen bekommen, ab dem ausgehenden 4. Jahrhundert nach Christus, aber keine Steuern zahlen müssen, eine eigene Rechtsprechung haben und dafür aber militärische Dienste erbringen müssen. Aber auch hier ist der Versuch der Regelung über Verträge konstitutiv für dieses Verständnis der Integration jetzt von größeren Verbänden. Analog zu dem, was man über viele Jahrhunderte bei individueller Migration erprobt hatte. Aber was heißt das jetzt für uns, diese kurze Beschreibung? Was heißt das für die althistorische und überhaupt für die historische Forschung? Welche Fragen müssen uns interessieren? Was deutlich wird, ist, dass dies eine komplexe Fragestellung ist, die in der Tat interdisziplinäre Ansätze verlangt. Es genügt nicht mehr alleine unter den Historikern oder den Althistorikern, den Medievisten oder auch den Historikern des Byzantinischen Reiches, den Byzantinisten, dieser Frage nachzugehen, sondern wir müssen sehr wohl Fragestellungen der Ethnologie, der Soziologie aufgreifen, auch der Sozialanthropologie aufgreifen, um
wie es hier auf dem Zitat, das ich Ihnen auf dem Handout angeführt habe, eben heißt, um Typologien und Periodisierungen gewinnen zu können, um zugleich aber natürlich vor Vereinfachungen, vor Generalisierungen uns zu hüten. Und was heißt das? Das heißt sozusagen ein differenzierter historischer Umgang, notabene aus althistorischer Sicht, mit dem Thema Migration und Integration. Können wir sozusagen, salopp formuliert, von den Zuständen der Spätantike etwas lernen? Ja? Wenn Sie mich als Historiker fragen, selbstverständlich können wir nichts lernen. Aber was spannend ist, ist selbstverständlich die Fähigkeit, dass wir Fragen aufgreifen können und reflektieren können im interdisziplinären Dialog, die uns helfen, das Bild, das entworfen wird, bei den Computerspielen, in populärwissenschaftlichen Darstellungen, auch in älteren Enzyklopädien, dass wir das sozusagen in der Tat differenzieren können. Und ich denke, dass die neuere Forschung, die von Althistorikern und von Medievisten im interdisziplinären Verbund getragen wird, in der Tat wesentlichen Erkenntnisfortschritt erbracht hat. Und das ist der fünfte und letzte Punkt auf meinem Handout, wo ich Ihnen einige dieser Fragenkomplexe aufgeschrieben habe, die meines Erachtens ganz zentral sind und die deutlich machen, wie eben eine historische Forschung, die weit in die Vormoderne zurückgreift, in der Tat Impulse geben kann, die über die zeitliche Epoche hinausgehen. Wenn natürlich auch im Zentrum nach wie vor die Frage steht, und das ist natürlich auch legitim, wie ist dieser Übergang von der Antike in das Mittelalter zu beschreiben und erklären? Reicht dafür der Begriff der Völkerwanderung noch aus, der Barbarian Invasions, oder müssen wir etwa, wie der medievistische Kollege Michael Borgolte von der Humboldt-Universität kürzlich eben in mehreren Beiträgen ausgeführt hat, eher von einer Diffusion von Kulturen sprechen? Das ist sozusagen das Kerngeschäft, mit dem wir als Althistoriker zu tun haben. Und dazu gehört auch die Frage, die wir als Ethnogenese bezeichnen. Das heißt, wie sind diese unterschiedlichen Ethnien, diese Völker entstanden und wie sind sie zu beschreiben? Dafür gab es sogar in den 1990er Jahren ein mit EU-Mitteln finanziertes Großforschungsprojekt, das uns deutlich gemacht hat, dass wir von diesen homogenen Völkern nicht weiter ausgehen können. Dass wir diese Vorstellung etwa, dass die Westgoten, die Ostgoten, die sie hier sozusagen als Einheiten haben, dass das mitnichten Einheiten sind, sondern dass ethnische Identitäten ebenso wie soziale Kohäsion in einem dynamischen Prozess entstanden sind und auch sich verändert haben. Also, es sind eben keine homogenen Völker gewesen, sondern eben vielmehr multiethnische Verbindungen und teilweise auch mobile Kriegergruppen, die wir fassen können. Und diese mobile Kriegergruppen, die hat etwa Peter Heather in den letzten anderthalb Jahrzehnten sehr intensiv beschrieben, indem er darauf hinwies, dass diese mobilen Kriegergruppen, die über die Grenzen eingefallen sind, in der Tat zu einem hohen Maße dazu beitrugen, dass Zerstörungen, dass Gewalt entstanden ist, dass es in der Tat jetzt nicht eine friedliche Form der Veränderung der antiken Welt gewesen ist. Aber darüber hinaus sehen wir auch, dass über diese Form der Wanderung von Großgruppen wir Migration als ubiquitäres Phänomen in der Spätantike fassen können und auch darüber hinaus in anderen Epochen des Altertums. Aber dass diese Migration in hohem Maße notwendig gewesen ist, um bestimmte Strukturen aufrechtzuerhalten, soziale, militärische, politische, wirtschaftliche und dann eben mit der Christianisierung des Römischen Reiches auch kirchliche Strukturen. Dass aber dieser Prozess sehr wohl ambivalent gewesen ist, weil die Zeitgenossen in der Tat auch entsprechende ablehnende Positionen formuliert haben und den Barbarenbegriff, auf den ich ja schon hingewiesen habe, in die Diskussion wieder eingeführt haben. Und damit sind wir schon dabei, dass wir eigentlich in dem letzten
zwei, drei Jahrzehnten gelernt haben, dass wir verschiedene Formen von Migration eben genau unterscheiden müssen. Wir können nicht die Einfälle dieser barbarischen Kriegergruppen entsprechend parallelisieren mit Formen der Binnenmigration, die wir eben auch in diesem Territorium haben. Also agrarische Arbeitskräfte, die sozusagen in großen Bereichen des Römischen Reiches im hohen Maße mobil sind, genauso mobil sind allerdings zu wesentlich schlechteren Bedingungen oder noch schlechteren Bedingungen sind die Sklaven, die eben auch von einem Bereich in den anderen verschoben werden. Und last but not least, einen hohen Grad an Binnenmigration haben auch die Geistlichen, die Kleriker, die in großen Bereichen des Römischen Reiches unterwegs sind. Und hier können wir sehr wohl scheiden, was auch die heutige Soziologie tut, zwischen Push- und Pull-Faktoren, die eben genau zu diesen Formen der Migration geführt haben. Nicht minder wichtig ist zu fragen, was haben denn die Akteure, große und kleine Akteure, Eliten, aber auch Staaten für Interesse an diesen Migrationen, etwa auch an der Ansiedlung von größeren Verbänden von sogenannten Barbaren auf dem Reichsterritorium, die eben in der Tat neue Soldaten für das Reich bedeuten, aber auch neue Arbeitskräfte. Und last but not least, was wir eben auch gelernt haben, dass wir eigentlich unterscheiden sollten zwischen der Migration von Großgruppen und der Mobilität von Einzelpersonen. Dass dies konstitutiv ist, und vielleicht ist der Ansatz, den etwa Heiko Steuer und andere verfolgen, die Migration als eine spezifische Form der Mobilität verstanden haben, in der Tat ein wichtiger Hinweis. Also, die Unterscheidung zwischen kollektiver und individueller Mobilität, ja, ist sozusagen etwas, was wir in der Spätantike paradigmatisch fassen können, genauso wie sehr unterschiedliche Reaktionen und Formen der Integration in den differierenden geografischen Räumen und in unterschiedliche soziokulturelle Strukturen. Damit ergibt sich ein Bild, dass die Zustände in der Spätantike in der Tat wesentlich differenzierter sind und paradigmatisch in der Tat Fragen stellen, die uns heute genauso brennend interessieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.